Ein fotografisches Thema von Zeit zu Zeit neu zu denken und zu interpretieren, kann durchaus sinnvoll sein. Denn so kann man sich Stück für Stück das volle Potenzial eines Motivs erschließen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Folge meiner Fotostories. Heute mal nicht aus der Natur, sondern aus dem beschaulichen Residenzstädtchen Rudolstadt, meiner Heimatstadt. Worum soll es uns heute gehen? Ganz einfach ums Porträtieren. Aber nicht ums Porträtieren, wie wir es landläufigerweise kennen, das Porträtieren von Menschen, sondern um das Porträtieren einer Stadt, um ein Städteporträt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ganz einfach, das hat jeder von uns in irgendeiner Form schon mal gemacht. Wir fahren in den Urlaub, wollen den Zuhausgebliebenen zeigen, wie schick und schön vor Ort alles war und machen Fotos von unserem Urlaubsort. Das ist schlichtweg die einfachste Variante eines Städteporträts. Ein Städteporträt soll im Allgemeinen den Charakter und den Charme einer Stadt festhalten. Man kann natürlich auch ganz andere Geschichten über die Stadt erzählen. Letztendlich, was man zeigen will, ist einem als Fotograf selbst überlassen. Um ein möglichst authentisches Porträt einer Stadt zu erstellen, braucht es natürlich Zeit. Da bietet sich natürlich die Heimatstadt an, denn die liegt ja direkt vor der eigenen Haustür. Und damit will ich auch auf meine Aussage vom Anfang des Videos zurückkommen. Es macht durchaus Sinn und es ist eigentlich ein absolutes Erfordernis, immer wieder zu den verschiedenen Motiven, die man in sein Städteporträt mit einbinden will, zurückzukehren. Diese bei unterschiedlichem Licht, zu unterschiedlichen Tageszeiten zu fotografieren und auch immer wieder zu versuchen, andere Perspektiven sich zu erschließen. Denn nur so findet man dann das optimale Bild, was sich dann perfekt in das Porträt der Stadt einfügt. Als Beispiel, wie man an die Erschließung eines Motivs herangehen kann, habe ich mal eine beliebte Ansicht unserer Heidigsburg gewählt. Und diese Ansicht aus verschiedenen Perspektiven an einem Tag fotografiert. Als erstes ein Bild mit Vordergrund, das den Altbau unseres Gymnasiums mit einbezieht. Dann bin ich etwas näher herangegangen, um mit den Bäumen diesen wunderschönen Rahmungseffekt erzielen zu können. Ja, und hier haben wir mal einen Kontrast zwischen alter und neuer Architektur, auch immer ganz spannend. Letztlich sollte man auch ein paar Gegenschüsse machen von der Burg nach unten in die Stadt. Das Ganze kann man dann noch mit Details ergänzen und erhält so Stück für Stück ein rundes Bild vom Motiv. Zu einem wirklich guten Städteporträt gehört natürlich nicht nur die Architektur der Stadt, sondern auch die Menschen, die in ihr leben. Und hier wird es für viele von uns schon etwas komplizierter. Denn natürlich muss ich für das eigene Projekt Menschen finden, die bereit sind, sich porträtieren zu lassen. Ich als Berufsfotograf habe es da etwas einfacher, denn seit einigen Jahren bin ich Teil eines wirklich tollen Projektes unseres örtlichen Energieanbieters, der Energieversorgung Rudolstadt. Das EVR-Magazin ist ein kleines Städtemagazin, indem wir Geschichten erzählen rund um Rudolstadt und seine Bewohner.
Jahr für Jahr in der gleichen Stadt zu fotografieren, kann aus besagten Gründen natürlich sehr herausfordernd sein. Aber das Ganze hat natürlich auch den riesengroßen Vorteil, dass ich immer wieder interessante Personen mit ihren Geschichten vor meiner Linse habe, die mein persönliches Städteporträt von Rudelstadt komplettieren. Und ich habe Jahr für Jahr eine wirklich tolle, hochwertige Druckversion meines ganz eigenen Städteporträts. An dieser Stelle nochmal Danke an mein Team vom EVR-Magazin. Hier noch ein paar Beispiele aus meiner Arbeit für das EVR-Magazin. Es ist eine wirklich unwahrscheinlich abwechslungsreiche Arbeit, bei der man die unterschiedlichsten Menschen vor der Kamera hat. Alle haben eins gemeinsam, sie haben wirklich interessante Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten natürlich mit entsprechenden Bildern zu unterlegen, ist immer eine ganz spannende Angelegenheit. In den letzten Jahren ist dabei natürlich eine immense Anzahl an Fotos entstanden, die es natürlich nicht alle ins Magazin geschafft haben. Dementsprechend schlummert das ein oder andere Schmuckstück noch auf meiner Festplatte und ich bin am Überlegen, wie ich das Ganze einem größeren Publikum präsentieren kann. Wenn ihr eine spannende Idee habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein mit Fotostories. Ich hoffe, ich konnte euch einen interessanten Einblick in meine Arbeit bieten und Anregungen schaffen, vielleicht ein eigenes Projekt zu starten. Immer daran denken, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, einen Daumen nach oben dalassen, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis dann, bis demnächst bei Fotostories.